Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Anthem-Video. Heute beschäftigen wir uns mit dem Interceptor und zwar geht es um sein AOE-Nahkampf-Damage-Bild. Die hier erwähnten Informationen, Tutorials oder Builds können sich in späteren Verlauf noch ändern, indem Patches online gehen, Fähigkeiten und Stats angepasst werden oder vielleicht auch die Javelin selbst. Okay Leute, bei den Interceptor habe ich auf jeden Fall darauf geachtet, dass wir das Team supporten, also dass diese Teams auch unsere Combo-Vorlage benutzen können. Wir können eigenständig Combos durchführen und wir machen auch noch einen extrem krassen Flächenschaden, hauen den Gegnern einen Debuff rein und sind auch noch verdammt mobil. So, dann fangen wir mal an mit den Unterstützungssystemen. Bei den Unterstützungssystemen habe ich einmal Zielmarkierung drinne. Das bewirkt zum Beispiel, dass auf den Feinden ein Debuff angewendet wird, der die Rüstung des Feindes um -33% erhöht. Also das bedeutet, dass ihr an den Gegnern 33% zusätzlichen Schaden macht und das machen auch noch eure Teammitglieder, was wirklich verdammt stark ist und ein echter Gewinn für das Team ist. Bei den Treffersystemen habe ich Detonationstreffer drin und diese Fähigkeit ist wirklich stark, denn es ist eine Primer-Fähigkeit und zusätzlich ist es auch noch eine Nahkampffähigkeit. Ihr könnt diese Nahkampffähigkeit vom Boden aus anwenden, aber auch aus den Sprungen. Hier empfiehlt sich auf jeden Fall aus den Sprungen heraus diese Fähigkeit zu benutzen, da ihr damit nämlich einen Flächenschaden macht und zusätzlich infiziert ihr die Gegner mit einem Debuff, denn nach 4 Sekunden explodieren diese. In den Unterstützungssystemen habe ich ja die Zielmarkierung drin, wie ich ihm gerade schon sagte. Diese kombinieren wir mit den Angriffssystemen und zwar mit dem Funkensprint. Der Funkensprint ist ein extrem langer Dash und er macht auch noch ziemlich guten Schaden und auch noch Flächenschaden. In Kombination mit der Zielmarkierung hat der Gegner -33% Rüstung und wir haben einen ziemlich guten Angriff, mit dem wir in einen Kampf reingehen können. Bei den Interceptors ist es auf jeden Fall so, dass wir ziemlich krass Schaden drücken können und müssen uns auch so auf jeden Fall darauf bilden. Deswegen habe ich in den Komponenten diesmal auch etwas anderes drin. Hier habe ich nämlich einmal Treffersystemverbesserung drin und Klingeninschrift. Treffersystemverbesserung tut alle Treffersystemfähigkeiten um 10% vom Schaden boosten. Klingeninschrift bewirkt genau das gleiche, nur dass es unsere Nahkampfangriffe betrifft. Hier sind diese auch nochmal um 10% geboostet. So, nun werde ich euch zeigen, wie man den Interceptor in Kombination mit diesem Bild spielt. So Leute, jetzt haben wir hier zwei Viecher, die relativ gut was aushalten. Auf den habe ich jetzt Zielmarkierung gemacht. Jetzt mit einem Dash rein. Und ihr seht, das macht schon extrem viel Schaden. Detonationstreffer rauf, er ist offengelegt für Kombos. Und Nahkampf. Und das ist die Combo. Mehr ist das nicht. So, das wäre es dann wieder mit dem Video gewesen. Ich hoffe, es war informativ für euch. Es hat euch weitergeholfen. Wenn ihr künftig keine weiteren Videos zu Charakterbuilds oder Tutorials verpassen wollt, würde ich euch empfehlen, meinen Kanal zu abonnieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao. So, Leute. Ich habe jetzt hier einmal zwei von diesen Viechern gefunden. Die halten eigentlich ein bisschen was aus. Ich hoffe, dass sie nicht sofort sterben. Ich werde jetzt einmal die Zielmarkierung drauf machen. Hallo? Ich wollte gerade ein Guide machen. Okay, die hat einfach keinen Bock. Dann eben weitersuchen. Mensch, bleibt sie jetzt mal stehen. Warte auf mich, Mann. Wow. Du Sack. Da hast du noch einen hinterher gekriegt. Und jetzt der Dash. So. Von mir kannst du nicht weglaufen.